Ja, es läuft beim SV Heilbronn am Leimbach. Nach dem Olympioniken Eduard Popp im Ringen haben wir mit Slava Spoma den deutschen Meister im Amateurboxen und den Vizemeister Kastriot Sopa. Wir haben beide am heutigen Abend kurz im Interview. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC, Castella Baukonzept, CIC, Castella Immokonzept, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte, eine Marke der JZ Garage. Und Johnnys Sportsbar Schulgasse 3 in Heilbronn. So, jetzt haben wir hier noch den frisch gebackenen deutschen Meister Slava Spoma. Ja, Slava, erzähl was, gerade deutscher Meister geworden, wie war's? Ein super tolles neues Gefühl einfach. Also ich war ja schon die 3 Jahre davor bei den Elitemeisterschaften der Männer und konnte leider auch wegen Lospech und allgemein halt ein bisschen Pech, konnte ich nichts reißen. Dieses Jahr war dann halt die Goldmedaille ein umso größerer Erfolg. Noch mit dem Gewichtsklassenwechsel, was dann halt einfach optimal gepasst hat. Es hat halt einfach alles gestimmt und das hat sich jetzt einfach alles bezahlbar gemacht. Diese 3 Jahre Geduld, jedes Mal wieder, sag ich mal, auf den Boden geworfen, bin aber trotzdem aufgestanden, habe weitergemacht, durchgezogen und das hat sich jetzt einfach ausbezahlt. Jetzt bist du mit 24 deutscher Meister geworden. Was ist 24 als Boxer? Alt oder Anfang der Karriere? Das kommt ganz auf den Menschen drauf an. Ich denke mal, wenn man sich im Kopf sagt, dass es jetzt erst losgeht, dann wird man definitiv auch bis 30 boxen können. Also ich denke mal nicht, dass es am Alter liegt. Das liegt eigentlich nur an der Einstellung und wie man die ganze Sache annimmt. Im Amateurboxen gibt es ja auch noch eine deutsche Nationalmannschaft. Hat sich der Nationaltrainer schon bei dir gemeldet? Die haben sich schon gemeldet. Ich müsste jetzt eigentlich auch den ersten Einsatz haben vom 14. bis 19. Dezember in Russland. Weiß aber noch nicht, ob ich da mitwirken kann, weil ich eine kleine Verletzung von der deutschen Meisterschaft habe und die erstmal etwas auskurieren muss. Aber die sind schon dabei. Die haben sich auch schon bei mir gemeldet und ich denke mal, da sind jetzt auch einige Türen aufgegangen, wo sich jetzt einfach noch viel mehr Gelegenheiten öffnen, mein Können zu präsentieren, zu zeigen und das wird auf jeden Fall. Ich sehe schon irgendwo, es haben sich viele neue Türen auch geöffnet für dich irgendwo. Man merkt, das Ganze ist noch ein bisschen Neuland für dich. Was sind deine Ziele, wo soll es noch hingehen? Ich sag mal, Priorität ist 2020 Tokio. Darauf wird halt hingearbeitet. Das ist das große Ziel, aber ich finde, man sollte auch viele kleine Ziele verfolgen, weil die kleinen Ziele, die führen dich dann halt auch zu einem großen Ziel. Dieses Turnier in Russland würde ich jetzt genauso als Ziel mitnehmen und genau da wäre auch die Priorität, wieder Gold zu holen und so gut abzuschneiden, wie es geht. Klappt aber nicht, aber das wird jetzt genau mit jedem einzelnen Turnier wird es so sein, dass ich mir das als Ziel setze, um an mein großes Ziel Olympia zu kommen. Dazwischen gibt es noch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wie weit planst du die schon ein? Oder? Ja, ich plane die auf jeden Fall mal mit ein, aber da muss man sich jetzt auch erstmal qualifizieren. Ich sag mal, das ist jetzt das Ziel. Das Ziel jetzt ist erstmal, sich dafür zu qualifizieren. Und wenn ich das gepackt habe, dann ist das Ziel die Medaille dann auf der EM, WM, komme was wolle. Dann bist du 28, immer noch die Möglichkeit unter Umständen Profikarriere in Angriff zu nehmen, oder? Ja, klar doch. Wenn Sie schauen, die meisten großen Profiboxer, sage ich mal, die hatten ihren Boom erst mit Anfang 30. Also da ist auf jeden Fall potenziell noch weit oben. Golovkin, der jetzt in seiner Glanzblüte, was auch immer ist, der einfach nur alles zerstört, ist jetzt auch schon über 30. Wieso dann auch nicht ich? Ich meine, wenn man dazu bereit ist, alles zu geben, wenn man auch alles macht, dann wird man das auch definitiv schaffen. In Deutschland oder mehr in Amerika? Das wird sich dann herausstellen. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg für die Zukunft und bis nächstes Mal wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann noch ein deutscher Vizemeister, Kastriot Sopa. Ja, Kastriot, frisch gebackener deutscher Vizemeister. Erzähl, wie war es bei den Meisterschaften? Ja, die deutsche Meisterschaft war entsprechend eigentlich eine gute Bilanz von 4 Kämpfen, 3 Siegen. Ja, Finale war halt dann so kann man sehen. Viele haben mich halt auf jeden Fall vorne gesehen. Ist ein kleiner Rückschlag, aber man muss sich mal wieder aufbauen können und weiter nach vorne schauen. Du hast auch Punkten verloren. 2-1. Ist immer ein bisschen blöd im Boxen irgendwo. Hast du dich selber vorne gesehen? Ja. Im kompletten Trainerteam und im Verein, also vom Verband aus so, haben wir uns halt vom Landesverband vorne gesehen, aber man kann ja nicht die Punktrichter hineinschauen und gucken, für wen wir gewertet haben. Sag mal, Munderwischen, weiter geht's.
Was sind deine nächsten Ziele? Was hast du jetzt vor? Also die nächsten Ziele sind erstmal nächsten Monat habe ich schon die nächste Herausforderung. Ich fliege nach Russland mit der Nationalmannschaft auf ein Turnier. Danach das ist die Vorbereitung auf das nächste Turnier für das Chemiepokal. Das ist sozusagen auch die Nominierung eventuell auch für die WM in Hamburg nächstes Jahres. Ja, und dann beginnt dann wahrscheinlich wieder die Saison in der World Series of Boxing, kurz genannt BSB, für die polnische Mannschaft wieder. Ja, jetzt du bist auch bei der Nationalmannschaft dabei. Europa-Weltmeisterschaften stehen noch irgendwann aus in nächster Zeit. Ja, die Europameisterschaft wäre eigentlich entsprechend nächstes Jahr auch. Das ist die gleichzeitige Quali für die WM. Das fällt eventuell für die Deutschen komplett aus, weil dadurch, dass wir das Land sind, wo wir die Boxweltmeisterschaft präsentieren oder hinstellen sozusagen und ausführen, darf Deutschland 10 Boxer nominieren in jeder Gewichtsklasse ein. Von 49 bis super schwer. Und jetzt muss halt intern die Qualifikation stattfinden. Davon ist ein Punkt die internationalen Kämpfe, die wir auch boxen und einmal das Chemie. Der Kollege hat gerade gesagt, 2020 in Tokio. Wie weit ist das jetzt Ziel für dich, Olympische Spiele mitzumachen? Auf jeden Fall. Also dieses Jahr war ich auf der Olympia-Quali. Bin leider auch da so oder so, kann man sehen, raus aus dem Turnier. Aber klar, 2020 ist ein Ziel. Ja, wie sieht's aus? Nach Tokio, vor Tokio, irgendwann eine Profiboxkarriere. Wäre das was für dich, was du in Angriff nehmen möchtest oder was für dich interessant wäre? Klar, nach der Amateurkarriere, wenn die Zeit kommt, wenn man reif ist und einen Fuß in die Profikarriere setzen will, warum nicht? Also man ist dann immer offen auf jeden Fall, wenn dann die Amateurlaufbahn dann irgendwann sagt, komm, wir wagen einen Schritt nach oben und wollen da auch was erreichen, dann geht man dann zu den Profis. Wie viele Kämpfe hast du bis jetzt im Amateurbereich? Ich habe jetzt knapp 100 Kämpfe. 100 Kämpfe. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder als Deutscher Meister, Europameister, was auch immer, oder vielleicht mit einer kleinen Medaille aus Tokio. Viel Erfolg und Dankeschön. Dankeschön. Are you ready? Showtime.